Genau, schaust, dass du einmal in die Kamera hältst. Machen wir uns bereit. Kamera ab, Ton ab. Ja, diese Warnwesten für Hühner, die gibt es tatsächlich. Das ist kein Fake. Die machen Sinn, um den Habicht abzuschrecken. Und wann Buber ist legal? Jetzt nach mir geht's bald. Wir haben das ja versprochen in der Koalitionsvereinbarung. Ich kann es nicht allein machen. Ich brauche den Kollegen Justizminister, Gesundheitsminister dazu. Jetzt haben wir natürlich gerade auch ein paar sehr ernste Themen, um die wir uns jetzt gerade kümmern müssen. Aber wir wollen das in dieser Legislaturperiode machen. Warum? Wenn ich ein solches Gesetz habe, kann ich die Szenen trennen. Ich kann dafür sorgen, dass in den dafür vorgesehenen Läden man nur reinkommt, wenn man 18 und älter ist. Auf dem Schwarzmarkt wird nach einem Personalausweis nicht gefragt, gibt es gar keinen Jugendschutz. Ich kann dafür sorgen, dass es keine Beimischungen gibt. Das ist aus gesundheitlichen Gründen, Verbraucherschutzgründen wichtig. Ich kann aber auch dafür sorgen, dass der THC-Anteil nicht so hoch gezüchtet ist wie heute, sondern weiter unten ist. Wichtig im Kampf gegen Psychosen. Also es macht Sinn, dieses Gesetz endlich auf den Weg zu bringen. Wir haben es versprochen, in dieser Legislaturperiode kommt es. Okay, Tim, das ist total interessant, aber wir müssen jetzt nochmal zum eigentlichen Thema zurückkommen. Warnwesten für Hühner. Okay, wir laufen noch. Klappe. Nice.